Peter Nascher die Welt Mystery Adventskalender. Und weiter geht's heute mit Tüte 21. Das fühlt sich verdächtig nach einer Tafel Schokolade an, aber bitte kein Oreo. Davon hatten wir jetzt genug. Cloetta Sportlunch. Na, da lag ich ja gar nicht so weit weg. Oreo ist auch nicht dabei. Quasi fast alle Wünsche erfüllt. Yeah! Good Jul, sage ich da, denn das Ganze kommt wieder aus Schweden. Und hier seht ihr noch kurz die Zutaten. Advent, Advent, wir haben ein Leckerbissen für euch bereitgestellt. Knusprige Waffeln umhüllt von zarter Milchschokolade. Fakt, an Heiligabend gibt es meistens den traditionellen Julskinka, einen schwedischen Weihnachtsschinken. Also quasi das Äquivalent zu Kartoffelsalat mit Würstchen. Oder was esst ihr an Heiligabend? Entweder ich bin wirklich immer zu ruppig oder ich habe die Bruchware abbekommen. So sieht das Ganze aufgeschnitten aus und ich bin ein bisschen begeistert. Das sind echt viele Schichten und man sieht die Waffeln, Kakaocreme oder was das sein soll und die Milchschokolade drumherum. Ich probiere mich mal durch. Das war Tüte Nummer 21. Kann mich jemand aufklären und mir sagen, ob das wirklich Sport bedeutet, auch in Schwedisch, nicht, dass das ein Spurt ist? Denn wenn das ein Sportlunch sein soll, dann ist das schon eine kleine Verarsche. Ihr seht jetzt hier die Nährwerte. Die Zutaten hatten wir uns ja auch schon angeschaut. Und es hat natürlich nichts mit gesunder Ernährung, mit Sport oder was auch immer zu tun. Ist natürlich hier weiterhin eine Süßigkeit. Waffel mit Schokolade. Also insgesamt schmeckt das alles ein bisschen säuerlich, aber nicht so unangenehm wie bei der, wie hieß die, Alpengold aus Russland. Die Waffeln da drin sind erwartungsgemäß relativ geschmacksneutral. Die Creme kann ich jetzt nicht einzeln rausschmecken. Richtig ausgefallen ist das ja hier leider auch nicht. Sowas kennt man. Es ist insgesamt okay, nicht der große Wurf. Ich gebe hier aber eine 3, kann man mal machen. Und ich präferiere da lieber andere Waffelschokoriegel. Und wenn ihr die Highlights aus den anderen Tüten verpasst habt, dann schaut mal hier in die Playlist. Hier gibt es noch leckere Snack-News von mir. Morgen geht's weiter mit Tüte 22. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verkrümel mich.